Willkommen zu einer weiteren Folge Straßenumfrage. Heute machen wir wieder ein Smash or Pass. Wir machen kurz einen Outfit-Check. Lackschuhe, Sockens von Nike, stabile Sockens, Mütze von meinem Vater geknaut. Meine Uhr nach wie vor, Audemars Piguet, ist ein einmaliges Sammlerstück. Nicht mal Marc Gebauer hat so eine Uhr. Und hier haben wir auch schon die ersten Damen am Start. Wie ist dein Name, Dame? Nazmir. Sinera. Selber. Wir haben hier sehr exotische Namen am Start. Ich zeige euch jetzt ein paar YouTuber und ihr sagt, welche der folgenden YouTuber am attraktivsten sind, okay? Okay. Und ob ihr die stabil findet, weißt du, was ich meine? Okay. Ihr müsst sagen, wen ihr am attraktivsten findet, okay? Okay. Jan Brock. Ja, was sagst du? Also es geht. Geht so 4, 5. Sie sagt 4 von 10, sie sagt 5. Tut mir leid, Can. Hast leider keine Chance. Can Brock, Smash or Pass? Pass. Pass, warum? Ja, er ist sympathisch, aber nicht für mich. Dann bist du dran. Also ich mag den, der ist witzig und so, aber vom Aussehen nicht. Okay. Smash. Du findest ihn also stabil? Ja. Sie heißt Phoebe. Phoebe, ja, sie ist hübsch, sie ist schön. Würdest du was mit ihr anfangen? Ja, auf jeden Fall. Was magst du an ihr? Ihre Augen. Wenn sie jetzt hier wäre, wie würdest du sie ansprechen? Ich würde sagen, hey, wie geht's dir? Sollen wir mal was essen gehen oder so? Was, wenn sie sagt, ja, ich würde was mit ihr essen gehen? Wohin sollen wir gehen? Meckes. Phoebe, magst du Meckes? Wenn ja, dann melde dich bei ihm. Wenn ich euch sage, dass er ein R8 fährt, kriegt er dann einen weiteren Bonus? Was ist das für ein Auto? Audi R8. Ja, Audi mag ich eigentlich. Trotzdem, was hat's mit Autos zu tun? Einfach so, weißt du, was ich meine? Nee, trotzdem eine 5. Okay, schade, dein R8 hat dir auch nichts gebracht, Can. Kannst du einfach mal verkaufen. Wie findest du Holle? Nein, auch nicht mein Typ. Ich stehe nicht auf Blonde. Das gleiche wie bei ihr, ich stehe auch nicht auf Blonde. Okay, akzeptabel. Ja, bei mir auch so, also Pass. Also er kann euch zu den besten Restaurants bringen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, aber nein. Oder von 1 bis 10. 4, Bruder. Blonde ist nicht so meins. Bruder, ich muss schon ein bisschen aussehen wie Kenneck, Alter. Nicht Aslak, aber Bruder, schwarz. Hautfarbe, Karamell. Ja, Bruder, aber darf jetzt nicht zu schwarz sein. Ja, nicht wie die Dunkelheit, Bruder, sag ich dir ehrlich, weil das ist dann auch immer Stier, Bruder. Wallah. Ja, die geht. Aber halt, ein bisschen Änderungen geht noch besser. Bisschen Änderungen? Ja. Soll sie sich für dich verändern? Ja. Hast du gehört? Du musst dich für ihn verändern, wenn du ihn haben möchtest. Verstehst du, was ich meine? Jeder will mich, natürlich. ABK? 3, 2 oder so jetzt. Aber ich habe hier einen letzten Kandidat, bei dem würdet ihr Smash sagen. Günther Jauch. 10 von 10. Ja, 11. Ja, beide verschissen. Günther Jauch sieht viel besser aus als ihr. Ja, leider. Günther Jauch ist der Gamechanger, oder? Ja, genau. Kenne ich, Alter. Reft. Sie ist schön auf jeden Fall. Wie würdest du sie abchecken? Hey, wie geht's dir? Und dann krieg ich dein Snap oder Insta. Mit der würde ich nicht essen gehen. Warum nicht? Die ist zu dünn. Was, wenn sie sagt, ich möchte mit dir einen Filmeabend machen? Dann gehen wir ins Kino. Welchen Film würdest du dann schauen? Spider-Man oder so einen romantischen Film. Was, wenn eine Kussszene kommt? Dann wegschauen, weil haram. Richtig. Sehr, sehr stabil, Bra. Ich wollte dich nur testen. Tamam. Was sagst du, Reft? Oder ich sag, ja, ich habe ein persönliches Problem mit der, weil ihre Videos regen mich auf, aber sonst vom Aussehen schwarze, lange Haare. Ich weiß nicht, was es grau sein soll, aber Bruder, geht klar, Wallah. Was, wenn sie vor dir stehen würde, was würdest du sagen? Falls sie wollen würde, ich würde nicht nein sagen, Bruder. Kenne ich, Allah. Okay, wir gehen jetzt rein in die Menge und rappen Steifen von Can. Die Leute wissen gar nicht, was ein Rapper jetzt auf sie zukommen wird. Wir werden jetzt alles bumsen, alle zusammen. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin jetzt an der Reihe, meine Damen und Herren. Mein Name ist Laso376 und heute performen wir Steifen von Can. Laso376, rasier die Szene. Can Abi, Can. Danke für alles, Can Abi. Jetzt will ich alle hören. Scheifen von Can, ich laufe rein in die Bakude, die Scheine. Verdammt, du Scheiß, Steifen von Can. Was sagt ihr zu arroganter Pate? Auch nein. Von allen drei, die ich euch gezeigt habe, wer ist am stabilsten? Can Brock. Can Brock, oder? Ja. Yeah. Can Bra, du hast keine Konkurrenz, weißt du, was ich meine? Außerdem fährt er ein Audi freaking R8. Ja, stabil. Bonuspunkte, weißt du, was ich meine? Reft, die ist krass. Was ich nicht so an der feier, sind die schwarzen Fingernägel. Wenn du sein Herz gewinnen möchtest, dann mach die schwarzen Fingernägel weg. Weißt du, was ich meine? Pass, Bruder, weil Gesichtsstruktur gefällt mir nicht. Wenn du ihn haben möchtest, dann änder was an deiner Gesichtsstruktur. Weißt du, was ich meine? Jeder will mich, natürlich. Wir machen jetzt ein kleines Quiz. Und ihr könnt auch was gewinnen. Da sind ein paar Gewinne drin, okay? Wie heißt Günther Jauch, sein zweiter Sohn mit Nachnamen? Das ist echt eine sehr gute Frage. Kann er mir helfen? Ja. Ich weiß leider auch nicht. Hamed Loko? Schon schön, ja. Was findest du an ihm schön? Seine dunklen Haare. Can Brock? Ja, kenne ich. Also findest du stabil? Ja. Also der wird die anderen beiden toppen. Ayman Abdallah. Ein bisschen zu alt, würde ich sagen. Hamed, Can oder Ayman Abdallah? Sag ehrlich. Ayman Abdallah. Okay, alles klar. Also Ayman Abdallah. Yes. Ayman Abdallah. Wie viel Gewinn hat Can Brock mit seiner Firma exakt erzielt letztes Jahr? Kann man da so plus minus raten, oder? Ja. 27 Millionen. Knapp. 35 Millionen. 740 Millionen. 740 Millionen, Respekt. Ayman Abdallah. Ich glaube, ich bin krank. Du bist wie möglich. Ich dich an Mann. Außer Can Abi, ich keine in die Hand. Was sagst du zu Shirin David? Früher sah sie besser aus, aber gerade mit diesem Pony sieht die aus wie eine Kach.
Aber was, wenn sie jetzt vor dir stehen würde und sagen würde, wie war dein Name? Alper. Was, wenn sie sagen würde, Alper, ich will dich? Also ich würde schon mit der zusammen sein wegen Geld und dann einfach pssst, weg. Du weißt, wie das Business ja, läuft, natürlich. Alper Abi. Verpiss dich, Bruder, Wallah, verpiss dich. Ich schwör's dir auf meine Mutter, verpiss dich mit dir. Bruder, bitte, bei aller Liebe. Wie Pfandflasche haben wir können, Wallah, einfach nur Plastik. Kenne ich, Allah. Schön, David, ich finde dich hübsch. Ende an deine Haaren warst, dann gehörst du mir. Sehr stark. Ich würde die schon smashen. Also wenn du mich willst, komm hier nach Stuttgart, ich gebe dir mein Insta. Ich glaube, es wird die machen nach dem Video. Du bist ein stabiler Junge, weißt du, was ich meine? Hast stabilen Style. Kenne ich, Allah. Die letzte Frage, okay? Wenn ihr die Frage richtig habt, dann kriegt ihr etwas aus der Tüte. Was macht Trimax hauptberuflich? Bürokaufmann. Er betreibt Personenschutz für Kolja Goldstein. Wenn ihr mich abonniert habt, dann kriegt ihr ein Geschenk aus der Tüte. Und zwar das beste Geschenk aus der Tüte. Tatsächlich ist er abonniert. Her mit der Tüte. Ihr dürft euch sogar aussuchen. Entweder eine Banane oder Erdnüsse. Erdnüsse. Weil ihr mich abonniert habt, gebe ich euch noch 2 Bananen. Das war der größte Preis von der Tüte. Von den 3, wen findest du am stabilsten? Bro, wie hieß die nochmal? Sie auf jeden Fall, Bruder. Reft. Reft, ja, Bruder, safe. Reft würde ich dann durchnehmen, Bruder. Würdest du durchnehmen? Ja, Bruder. Ayman Abdallah. Steifen von Can! Steifen von Can! Steifen von Can! Hast du noch eine Nachricht an Can? An Can? Lass zusammen Döner essen, bitte. Und noch was? Fängt mit S an. Was? Steifen von Can. Richtig, genau, Alperabi. Can Brock. Puh, 10 von 10. Was findest du an ihm 10 von 10? Sein Humor. Okay. Und das Bild ist einfach zu sympathisch. Ich schicke ihr ein paar Eistees rüber. Eine ganze Palette. Dann haben wir hier den Herrn ABK. Sein Outfit ist sympathisch, allerdings nicht meins. Aber das Outfit ist trotzdem geil. Das Outfit kriegt von mir eine 10 von 10. Günther ja auch. 10 von 10. Dann hast du Lust, bei einer Straßenumfrage mitzumachen? Ein paar Ladies bewerten. Ich habe hier ein paar Ladies. Kannst du die bewerten? Was sagst du zu Shirin David? Gut oder schlecht? Okay, ich glaube, er hat kein Interesse. Kenne ich, Allah. Jeder will mich, natürlich. Das war's auch schon mit der Straßenumfrage, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann könnt ihr mich sonst wo lecken. Grüße gehen raus an Can Brock und an alle anderen, die ich in diesem Video erwähnt habe. Vor allem Günther Jauch. Und Günther Abi, du schuldest mir noch 1000 Euro. Und wenn du mir die 1000 Euro nicht gibst, dann hetze ich Trimax auf dich. Hast mich verstanden? Und glaub mir, den willst du nicht sehen. Okay? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Kenne ich, Allah. Jeder will mich, natürlich. Kenne ich, Allah. Jeder will mich, natürlich. Kenne ich, jeder will mich, natürlich. Natürlich, natürlich. Allah. Jeder will mich, natürlich. Gestern waren wir Loser, doch heute sind wir Sieger. Ich sag Steifen von Can. Steifen von Can. Ich sag Steifen von Can. Let's go. Steifen von Can. 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 Jetzt soll ein Rapper kommen und das hier toppen. Weißt du, was ich mache? Jeder will mich, natürlich. Allah, Allah.